Wir haben heute die Herstellung einer sogenannten CT-Probe gesehen. Das ist eine Probe für eine bruchmechanische Untersuchung, bei der ein CTOD-Wert ermittelt wird. Diese Prüfungen sind immer dann notwendig, wenn Bauteile Schwingungen ausgesetzt sind. Das können Pipeline-Rohre sein, das können Brücken sein, das können aber auch Stahlkonstruktionen sein. Das Rohmaterial wird bei uns angeliefert, die Proben werden vereinnahmt. Im ersten Schritt werden die Proben grob vorgeschnitten. Das geschieht meist auf unserem Wasserstrahlschneider, weil dort keine Wärme in die Probe eingebracht wird, sodass wir das Gefüge nicht verändern. Im nächsten Schritt wird dann aus dem grob vorgeschnittenen Rohling ein etwas feiner modellierter Rohling. Das geschieht auf unseren Fräsen. Dort werden die Proben vorbearbeitet, sodass sie dann final auf dem Flächenschleifer auf die entsprechend gewünschte Werkstoffdicke geschliffen werden können. Dies geschieht bis auf ein Tausendstel genau. Die genaue Prüfgeometrie wird dann auf unserer Erodiermaschine eingebracht. Das heißt, wir schneiden aus der vorgefertigten Platte, die vom Flächenschleifer kommt, die exakte Probe mit der genau definierten Geometrie. Jede Probe wird, nachdem sie fertiggestellt wurde, mit einem Laser gekennzeichnet und dort wird dann die Probennummer und auch notwendige Informationen, die für die weitere Prüfung gewünscht sind, auf die Probe aufgebracht. Wir haben eine servohydraulische Prüfmaschine, auf der wir Dauerschwingversuche durchführen können und hier können wir zum Beispiel CTOD-Tests im Haus durchführen. Wir können aber auch Risse in die Probe einbringen. Wir sind ein akkreditiertes Prüflabor. Wir fertigen aber auch Proben für Kunden und zum Beispiel für unseren Kooperationspartner IWT Solution fertigen wir sehr komplizierte Probengeometrien, die dann dort im Institut weiter erprobt werden. Die IWT Solutions AG berät Stahlanwender. Wir arbeiten in zwei Geschäftsbereichen, einmal den Bereich Schadensanalyse und Werkstoffoptimierung und einmal der Bereich Bauteilsicherheit und Bruchmechanik. Wir sind hier in unserer Firma mit 5 Ingenieuren tätig und arbeiten aber in enger Kooperation mit der RWTH Aachen, dort mit dem Zentrum Metallische Bauweisen und dem Institut für Eisenhüttenkunde und Lehrstuhl für Stahlbau. Wir nutzen die Maschinen vor allen Dingen, um Bruchmechanikversuche durchzuführen. Bruchmechanikversuche werden benötigt, um die Zähigkeit von Stahl zu quantifizieren. Und in dem Ingenieurbüro, in dem wir arbeiten, brauchen wir genau diese Werte, um dann Berechnungen für die Bauteilsicherheit von angerissenen Bauteilen. Jeder kennt die Risse in unseren Rheinbrücken oder überhaupt in älteren Konstruktionen. Und mit Hilfe der Bruchmechanik können wir das berechnen, wie sicher die noch sind. Unsere Partner und Dienstleister, die wir suchen, sind solche, die für uns als Vorarbeit zum Beispiel Proben herstellen. Wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit mit der Firma Göber zusammen und haben gesehen, dass dort diese Kompetenz einerseits für Werkstoffprüfung, so haben wir sie identifiziert, aber eben auch vor allen Dingen für Bruchmechanik vorhanden ist, sodass wir als Kunden uns da auch sofort verstanden gefühlt haben.